Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Parker, zur nächsten Dschungelnachlese, Folge 6. Und ich habe heute endlich die Herren Deluxe mit dabei. Hallo. Die war nämlich in New York und deshalb nie mit dabei. Und heute ist sie endlich wieder da und ich freue mich total, dass die Herren mit dabei ist. Ja, du hast auch was New York so mitgebracht. Ein tolles T-Shirt. Ja, toll, freue ich mich. Und ich mache ja gerade meinen alkoholfreien Januar, aber ich habe mich jetzt dazu hinreißen lassen, einfach aufgrund der, wie sagt man, Renaissance. Ach Mensch, Parker. Ja, trinke ich mit dir jetzt einen Schnapp Wodka. Kommt. Oh. Ach, geht aber. In New York war alles so teuer, habe ich nichts getrunken. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Helena Fürst und der Fußballer, die sind ja nicht so, die sind so, ja, die hassen sich. Und dann hat der Speedsüchtige hat dann, als er erzählt, was er im Interview alles gesagt hat und dass er jetzt so eine Scheißkuh ist und alle hassen Helena, das Publikum auch. Ich liebe sie, ja. Ja. Und natürlich wurde sie in die nächste Dschungelprüfung, in die heutige, auch wieder reingewählt. Na ja, klar. Nee, das mache ich nicht. Nee, also, ich muss mich mal kurz noch mal überlegen. Da sind Tiere drin, von Kleintieren bis Mittel und groß. Jetzt habe ich aber schon diese Brille auf und so eine Kamera an der Seite. Ich brauche Zeit. Traumatisiert. Traumatisiert ist sie, ganz doll traumatisiert. Von der letzten Prüfung traumatisiert und sie kann es nicht machen. Von der Prüfung, wo die Tiere auf sie draufgefallen sind. Ja, das war nämlich gestern. Also nicht, wo sie essen musste, ja. Da war sie ja auch gezeigt. Also das war gestern mit dem Essen. Vorgestern waren die Tiere auf, da hat sie auch geheult und so. Also sie hat die Prüfung, hat sie nicht angetreten. Das war die kürzeste Dschungelprüfung ever. Und es hat noch nie jemand die Dschungelprüfung vorher abgebrochen, glaube ich. Kann ich mich auch nicht erinnern. Aber vielleicht irgendwann. War uns ja auch. Also wenn jetzt jemand besser weiß, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare und dann, wenn er morgen kommt, kriegt er einen Schnaps von mir. Genau. Ach, du bist toll, so oder? Süß. Ich habe eigentlich da jetzt so mega Beef erwartet, dass die Leute sie zerhacken, dass der Speedsüchte die vierteilt, ja, und auf ist. Aber eigentlich war es gar nicht schlimm. Das war sehr langweilig, ja. War mega also langweilig. Also der hat nicht gemacht, sagen wir mal. Ich glaube, es liegt an mir. Ja, wenn du mit dabei bist, ja, ist es einfach mega langweilig. So, naja, und dann war so eine langweilige Schatzsuche. Ah ja, aber nein. Wie langweilig war die nicht? Ich fand toll. Die... Also das Beste war, als sie die Wollersfrau da... Ja, Wollersheim. Heimerfrau irgendwie. Wollersgeröllheimer. Wollersgeröllheimer, ja. Genau. Die hat sich ihren Tangaslip, den sie anhatte, die machte, ich wusste nicht, dass das geht. Die hat den so breit gezogen, so breit wie die Kamera, so. Und so da hat der Kokantstreifen runtergeknuspert. Der ist runtergeknuspert. Aber das war voll die breite Hose dann. Diese Schatzsuche war mega langweilig. Da mussten sie sowieso Ballons zerkacken mit ihrem Arsch. Ich dachte immer irgendwie, warum macht ihr das nicht mit den Titten? Ja, genau. Wäre sie schneller gewesen. Es gibt doch diese Frau im Internet, die mit ihren Brüsten so Cola-Dosen klein schlägt. Ja, also naja, gut. Jedenfalls so. Und dann haben sie aber alle Schlüssel gefunden, blablabla. Und dann haben sie die Kiste nicht aufbekommen, weil sie die Frage falsch beantwortet haben. Nämlich Frauen sind viel, viel, viel frigider, als wir gedacht haben. Es kommen nicht nur 12%, im Durchschnitt kommen nämlich nur zum Orgasmus. Ja, was ist Orgasmus? Orgasmus, das weiß David Ortega leider nicht, was ein Orgasmus ist. Er wusste irgendwie, dass das irgendwas mit den Blättern zu tun hat. Ich habe es nicht verstanden. Irgendwie. Man hat ihn wieder nicht verstanden. Das Lustige ist, er hat ja auch neulich erklärt, dass Vögel, also Tauben, sind ja, die haben eine Taube bekommen ins Camp. Und die gebraten. Ja, dann mussten sie zubereiten und den Beinen. Und dann hat er erklärt, wo die Tauben sind ja Waldtiere. Die leben ja nur im Wald, die Tauben. Ja, sieht man auf dem Alex. Ja, voll, genau. Aber den finde ich ja schon ganz geil. Ach, Herren, bitte, aber der ist so dumm. Ach, nein. So, und dann haben sie also es falsch beantwortet und die haben nicht die Kekse bekommen. So, und dann muss man wieder wählen. Ich habe heute zum ersten Mal eine SMS an RTL geschrieben und für Helena Fürst gestimmt. Ich konnte leider nicht. Und sie wurde wieder in die Dschungelprüfung gewählt. Deswegen habe ich mir das gleich gespart, weil ich wusste, dass sie in die Dschungelprüfung. Aber es müssen wohl morgen alle in die Dschungelprüfung und sie muss dann vor allem das vormachen, wird wahrscheinlich so vorgeführt werden morgen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf morgen. Nein, weil dann wieder Tiere auf sie drauf. Ja, genau. Und dann, weil man wusste, hat es ja schon in der Ankündigung gesehen, dass so die Ameisen und irgendwie. Der spitzsüchtige Fußballer hat doch die Helena Fürst Furzfrau genannt. Furzfrau, ja. Furzfrau. Und das finde ich süß. Ist ein schönes Wort. Ich süß. Du bist auch eine totale Furzfrau. Ja, guck dich da mal an, wie du schon wieder rumläufst. Ja, ja. Also mit diesem Hut. Ich habe einen Orangenhut hier. Morgen gibt es einen anderen. Ja. So, ihr Süßen, das
das war's. Mama, wir sehen uns morgen wieder. Ja. Freue ich mich schon sehr. Ach ja. Ja, bist du morgen auch wieder mit dabei? Ich bin immer jetzt dabei. Oh, ist das schön. Also, ach Herrin, ich freue mich. Aber. Und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Und zwar im Internet. Bis dann. Ja. Bye. Sharing is caring.